Als ich die beiden Stores übernommen habe, wusste ich aber gleich, das ist nicht das, was ich will, sondern ich habe Vision gehabt. Aber sowas in dem Stil, ich finde das Blau so geil. Ja. Marco und ich sind jetzt das finale Konzept für sein Store durchgegangen. Das wird der Wahnsinn. Es ist fantastisch geworden, mega. Ich habe Bock drauf, das umzusetzen. Und ich bin super, super happy. Ja, hallo, ich bin der Marco, komme aus Erfurt. Bin ein jung gebliebener 50er und habe vor 6 Monaten 2 Young Fashion Stores übernommen. Und das war so ein bisschen meine Vision. Ich habe ganz viele Jahre in der Branche schon gearbeitet, aber wollte mich halt irgendwo selbst verwirklichen. Und da kam die Chance, wie gesagt, 2 Stores zu übernehmen bzw. zu kaufen. Hi, ich bin Hanna von Ifefa. Ich liebe außergewöhnliche Wandgestaltungen und ja, freue mich total, dass ich meine Liebe dazu hier heute in Erfurt ausleben durfte und heute mir final anschauen darf. Der Marco ist im letzten Jahr auf mich zugekommen und hat mir erzählt, dass er einen Store übernommen hat und dass er den gerne neu machen möchte. Hatte mir seine ersten Ideen und Bilder schon im Vorfeld zugeschickt. Er hat über Instagram Kontakt zu mir aufgenommen. Genau, dann sind wir im letzten Jahr hier nach Erfurt gefahren. Er hat mir den Store gezeigt und hat mir so ein bisschen erzählt, was er gerne hätte, was seine Visionen sind. Es ist ja ein Jeans-Store hier, das heißt, er wollte gerne, dass viel mit Blau auch gearbeitet wird. Und dann hat er gesagt, dass er dieses Thema Italien so gerne mag. Und dann ist mir direkt die Tapete in den Sinn gekommen. Und deshalb dachten wir, wow, ein schöner, leuchtender Blauton, modern und frisch, zusammen mit tollen, außergewöhnlichen Leisten von Noël und Marquet, in Kombination mit dieser alten, historischen Tapete, sage ich mal, antiken meinte ich, ist natürlich die perfekte Kombination, um einfach eine super Atmosphäre zu schaffen. Ne? Dann sind wir, oder beziehungsweise bin ich nach Weinheim gefahren, zu Hanna direkt. Dort haben wir die Bemusterung gemacht von den Leisten von Noël Marquet, plus Tapeten, plus Farbe. Und ja, dann kam eigentlich von der Hanna die finale Planung. Und dann ging's los. Also nachdem wir dann festgelegt hatten, welche Leisten oder mit welchen Leisten wir arbeiten möchten, habe ich, es ist ja ein Profiprodukt, dementsprechend muss es natürlich auch perfekt an den Mann gebracht werden und angebracht werden. Das heißt, ich habe eine Planung gemacht für den Handwerker, der vor Ort tätig war, damit er eben genau weiß, an welcher Stelle er was sozusagen anbringen muss. Ja, und als wir, wie gesagt, mit der ganzen Planung durch waren, dann die Umbauarbeiten angefangen haben, war das schon eine super interessante Geschichte an sich. Und das Ergebnis sieht man halt jetzt. Und das ist eigentlich genau das, was ich wollte. Einen individuellen Store, den es eigentlich nicht nochmal gibt in Erfurt. Ich weiß gar nicht, ob es sowas Ähnliches überhaupt irgendwo in Deutschland gibt. So cool, ich freue mich richtig hier zu sein. Ich bin so gespannt, wie der Laden geworden ist. Hallo. Hi. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ja, schön, dass du da bist. Ist perfekt geworden. Ja. Ist wunderbar. Krass. Ja. Richtig toll. Es ist noch toller, wie ich mir vorgestellt habe. Ich bin richtig beeindruckt. Ja, hast du auch gute Vorarbeit geleistet. Also. Ja, das ist sehr schön ausgeführt. Ja, 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 ja. Richtig, richtig cool. Ja, das ist einfach immer, finde ich, so schön, wenn man einfach noch mal mehr sieht, wie erhaben die Kanten sind und welche Form die Leisten haben. Ich finde, die Ecken sehen immer super, super schön aus. Vom Streichen her, die Farbe aufbringen, hat echt gut gedeckt. Super. Alles ist einmal durch. Wir haben noch extra unten die Sockelleiste, dass wir auch keine Probleme beim Saubermachen habt und haben dann die anderen Zierleisten dann hier oben drauf. Perfekt. Genau.
Ja, ne, wow. Wir haben das dann wieder, wie du es sagen wir mal, geplant hast, 1:1 verarbeitet mit den Leisten. Total. Ne, dann oben die Tapete als Highlight in den Kabinen. Ja. Idee waren ja auch deine blauen Vorhänge, auch eine sehr gute Idee. Super, ja. Schön. Also und ja, Match, sagen wir mal, alles miteinander. Das, total ist, das ist wirklich cool. Gut. Ja. Zeige ich dir nochmal, auch was du gedacht hast, ja, den Bilderrahmen, ja, oder das Highlight hinter den, ja, Kassentresen. Wie du siehst, ist das auch nochmal so ein Eyecatcher, ne? Total. Für den Kunden halt auch, ne? Wenn der hier an der Kasse steht und, ja, und bezahlen will. Man konnte das auch sehr gut verarbeiten, auch sehr gut streichen. Also das, ja, war auch echt gut, ne? Es ist halt nicht reingelaufen, sondern wenn man das ein bisschen getupft hat und so, kriegt man super, das so perfekt hin. Schön. Ja. Ja, wie gesagt, es war auch nochmal so eine individuelle Geschichte, wo wir sagten, okay, wir passen das Schaufenster dem Ganzen an. Auch die Leiste konnten wir auch wieder schön einarbeiten. Ja. Dann die Tapete, was sich dann wieder widerspiegelt. Ja. Ja. Ich will mich erstmal bedanken, Hanna. Oh. Ja. Nein, es ist wirklich eigentlich von Anfang an bis Ende wirklich super, super interessant gewesen. Auch für mich mal, wie das so aufgebaut, ja, wird, wie deine Ideen und Gedanken sind. Wenn die Kunden reinkommen, die kennen, oder ich habe sehr, sehr viele Stammkunden, wenn die jetzt den neuen Store sehen, dann sagen die, wow, was ist das geworden? Also das ist überhaupt kein Vergleich zum vorherigen Store. Und das macht mich schon halt echt froh und glücklich. Und ich konnte auch, sagen wir mal, auch meine Ideen und Gedanken halt wirklich reinbringen oder meine Vision, wie ein Young Fashion Store aussehen soll. Ja, besonders schön an dem Projekt fand ich einfach wieder zu sehen, wie individuell auch die Leisten einfach sind und wie toll man mit ihnen arbeiten kann. Egal ob jetzt als Lichtleiste im Schaufenster, als Thekenverkleidung, als Wandverkleidung. Also ich muss sagen, das war wieder ein ganz besonderes Highlight, was ich hier aus dem Projekt mitnehme. Ich würde das auf alle Fälle wieder so machen und ich mache es auch wieder so. Ich habe ja noch einen zweiten Store hier in Erfurt. Und den werde ich genauso mit den Leisten von Noel Marquet und in Zusammenarbeit mit der Hanna wieder wahrscheinlich im Sommer so umbauen.